Zwei, die sich auf Anhieb verstehen. Anna Abelin und Leonie Hamm. Leonie ist eine der Gewinnerinnen im Mini-Menti-Programm der Deutsche Bank Reitsportakademie. Tja, das war sehr überraschend. Leonie kannte Anna Abelin, die ja auch noch aus unserer Region kommt. Und es ist schon so ein bisschen mit Aufschauen, ne? Wie bei den Fußballjungs, die einen Müller anbeten und so weiter. Und so ist das bei denen halt auch. Und jetzt darf sie mit ihr trainieren. Das ist so eine Motivationssteigerung. Seit sie jetzt die 3 Wochen weiß, dass sie Mini-Menti ist, finde ich, hat sie im Training noch mal einen Tacken zugelegt. Mini-Menti-Sein bedeutet, eine einjährige Trainingspartnerschaft mit einem Mitglied der Deutsche Bank Reitsportakademie zu gewinnen. Ich bin total froh, dass wir nah beieinander sind, weil ich finde, so ein Training lebt davon, dass man erstmal einen Prozess verfolgen kann und das auch nicht alle halbe Jahre, sondern wirklich kontinuierlich. Ich möchte, sag ich mal, erstmal alle Werte, die mir am Pferd liegen, also die, wie gehe ich damit um, was habe ich für eine Disziplin, was muss ich für eine Verantwortung dem Pferd gegenüber aufbringen, die auch bei Leonie erstmal zu fühlen, was gibt's da schon und wo kann ich ihr vielleicht nochmal sagen, hey, achte nochmal da drauf. Leonie hat Anna Abelin gleich von ihrem großen Ziel erzählt. Leonie möchte gerne mit ihrem Pony Grace Kelly zum Bundeschampionat der 6-Jährigen. Ich liebe auch Ponys, also finde ich immer cool, weil da bin ich dann vielleicht wirklich mal Herr der Lage und kann dann vielleicht noch besser helfen als vielleicht bei einem Großwert. Und es ist ein sehr realistisches Ziel, deswegen knüpfen wir auch daran an. Junge Amateurtalente wie Leonie zu fördern, ist genau ihr Ding. In unserer Partnerschaft mit Leonie, ich kann mich weiterbilden, mein Auge schulen, eine Beziehung zum Schüler aufbauen, ja, einfach meine Erfahrungen weitergeben. Und Leonie kann, glaube ich, davon partizipieren, dass ich auch schon sehr erfolgreich war in meiner Jugendzeit, von auch bei den Ponys, und einfach tagtäglich mit Schülern arbeite, dass wir da direkt bloß Vollgas geben können. Zwei, die sich gefunden haben.